Viruspartikel und andere Keime lassen sich im Abwasser nachweisen. Denn jeder Organismus hat ein spezifisches Erbgut und wir müssen nur wissen, nach welchem Organismus wir suchen wollen. Wenn alles bereit ist, dauert es von der Probennahme bis zum Nachweis nur 3 bis 4 Stunden. Hier im Klärwerk kommt das Abwasser an, das eine Vielzahl von Informationen enthält, wenn man sie denn nur richtig lesen kann. Der Probenehmer entnimmt dafür automatisch eine 24-Stunden-Mischprobe, die wir anschließend im Labor auf Virenreste analysieren und so beispielsweise nachweisen können, ob im Einzugsgebiet der Kläranlage eine Infektionskrankheit grassiert. Die Menge an genetischem Material ist sehr gering. Und doch wollen wir genau dieses Erbgut suchen, im PCR-Test nachweisen und quantifizieren. Dafür müssen wir die Abwasserprobe gut vorbereiten. Das verläuft in mehreren Schritten. Der erste ist die Filtration. Im ersten Schritt der Abwasseranalyse werden 100 Milliliter der Abwasserprobe über einen Filter filtriert und dabei die Virusfragmente auf dem Filter gebunden. Anschließend werden diese Virusfragmente mit Hilfe der Speedmill wieder aus dem Filter gelöst, sodass die Waschlösung die entsprechenden Fragmente für eine weitere Analyse enthält. In dieser Waschlösung sind jetzt aber noch Störstoffe enthalten. Was wir aber wollen, ist eigentlich nur ein ganz kleines Tröpfchen, in dem nichts als das Erbgut enthalten ist. Um die DNA und RNA des Erregers bzw. des nachzuweisenden Organismus zu gewinnen, verwenden wir unseren InnoPure. Dieser arbeitet vollautomatisch und extrahiert das Erbgut aus bis zu 16 Proben parallel. Außerdem benötigen wir hierfür eine passgenaue Chemie. Im Falle von Coronaviren bzw. viraler RNA generell verwenden wir hierfür das Anipad DNA-RNA-Kit. Dieses gibt es speziell für den InnoPure entwickelt und eignet sich für eine ganze Reihe von Ausgangsmaterialien, so zum Beispiel auch für unsere Probe, die aus Abwasser stammt. Das Beste ist, dass die Protokolle für die reproduzierbare Extraktion bereits in der Software hinterlegt sind. Das heißt, dass ich einfach meinen zu verwendenden Extraktionskit auswähle bzw. einscanne. Ich definiere das Elutionsvolumen, drücke auf Start und los geht's. Für die Extraktion benötigen wir weder Zentrifugationsschritte noch müssen wir mit der Hand hin und her pipettieren, was sonst fehleranfällig wäre. Außerdem ist das verwendete Pipettierprinzip präzise, sicher und sauberer als beispielsweise mit Stabmagneten. Es können bis zu 16 Proben parallel extrahiert werden. Der generelle Ablauf ist immer gleich, unabhängig vom nachzuweisenden Organismus am Ende. Wenn noch mehr Proben bearbeitet werden sollen, dann bietet Analytik Jena den Sci-Biofelix. Dieser kann bis zu 96 Proben parallel aufarbeiten. Über beide Geräte können wir sowohl bakterielle als auch virale DNA bzw. RNA gewinnen und das aus den verschiedensten Ausgangsmaterialien. Und am Ende haben wir aufgereinigtes Erbgut, wie wir es für die PCR einsetzen können. Und jetzt wird es spannend. Ist das gesuchte Erbgut tatsächlich in unserer Probe vorhanden? Das verrät uns die qPCR in unserem Realtime-Thermocycler, dem qTower 3. Der qTower 3 ist ein offenes System, das mit den Assays verschiedener Hersteller arbeiten kann. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine Platte mit Sealingfolie, ein Assay und eine Pipette. Und das war's. Im qTower wird die DNA vervielfältigt in mehreren Zyklen, die sich wiederholen. Das Erbgut wird mit einem Fluoreszenzfarbstoff nachweisbar gemacht. Je mehr DNA drin ist, desto weniger Zyklen benötigt es, bis das Messsignal detektierbar ist. Jeder Graph ist ein positives Signal. Je früher eine solche Kurve auftritt, desto höher war die Ausgangskonzentration in der Probe. Jetzt wissen wir, ob der gesuchte Organismus vorkommt. Wir lesen also im Abwasser, ob Corona im Einzugsgebiet dieser Kläranlage ein Thema ist. Ganz genauso könnten wir vorgehen, wenn wir herausfinden wollen, ob Influenza, Noroviren oder antibiotikaresistente Keime in einer Probe vorkommen. Das ist zum Beispiel wichtig in Pflegeeinrichtungen, auf Schiffen oder, wie hier im Klärwerk, für eine ganze Region. Wir können aber auch das Trinkwasser auf Keime überprüfen, zum Beispiel auf E. coli oder Enterokokken,
Oder wir können prüfen, ob das Wasser in Kühlkreisläufen mit Legionellen belastet ist. Denkbar sind auch Anwendungen in der Landwirtschaft, in Aquakulturen oder in der Ökologie, zum Beispiel im Artenschutz. Das Verfahren eignet sich für molekularbiologische Nachweise in praktisch allen wässrigen Medien. Das ist der Prozess und der funktioniert.